Leute, here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich und jetzt willkommen zurück zu The Real Life Folge 19 der Doku-Soap unseres Vertrauens. Wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, checkt auf jeden Fall mal den Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, dann macht das sehr, sehr gerne. Es freut mich auf jeden Fall. Ich freue mich über jeden Einzelnen und vielen, vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Yep, heute sieht alles so ein bisschen anders aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte in der Woche enorme technische Probleme. Hier und da hat was nicht funktioniert und das ist jetzt mehr oder weniger eine Notlösung und ich will das einfach nur mal probieren, ob das auch so gehen würde. Ja, jetzt würde ich sagen, steigen wir rein. Real Life, Folge 19. Viel Spaß. Gibt es irgendwelche Grenzen? Wie wollen wir verfahren mit der Kamerasituation? Möchtest du einfach irgendwann ansprechen, wenn du möchtest, dass etwas nicht gefilmt wird? Also wie ihr sehen könnt, ich bin live dabei und ich sehe das gerade auch alles zum ersten Mal. Just saying. Ain't nobody fucking with my click, 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 click. Ja, aber so eine Spitze passt jetzt nicht mehr so gut, ne? Und wer hätte das gedacht, noch vor einem Jahr, dass wir jemals Diogo beim Einrichten von Weihnachtsdeko in seiner Wohnung beobachten werden und dass eine Sendung daraus gemacht wird. Übrigens, ich habe doch letztens über den Weihnachtsfilm Schöne Bescherung, Chevy Chase und so weiter gesprochen. Schreibt mir mal gerne eure Lieblingsweihnachtsfilme unten in die Kommentare. Letztens habe ich auch Kevin allein zu Hause und in New York gesuchtet. Immer wieder geil. Geh mal da drauf, ich habe keine Schuhe. Ja. Bada bang, bada boom, ich habe kein festes Schuhwerk an und du mit deinen kleinen süßen Schlappen mit dem Pelzbezug, kein Echtpelz, kannst du das nicht mal machen? Fuß gebrochen. Die Arbeitsteilung ist, ich mach Dreck und sie macht sauber. Ja, leider sieht das, glaube ich, so aus. Ein Dirty Mind macht halt eben Dreck, aber nein, bevor sich jetzt alle aufregen, die klären es gleich noch genauer auf, wie und wer den Haushalt macht. Nein, ich mach nur das. Und auch nicht so doll, sonst ziehst du ihn wieder schief. Das ist, der wird auch nie von jeder Seite gerade sein. Das ist auch kein gerader Baum. Boah, der ist krass. Was für ein Teil hier drin. Was für ein Teil? Sieht aber ganz geil aus. Da kannst du sagen, was du willst von der Größe. Perfekt. Was haltet ihr von künstlichen Bäumen? Ich hatte letztens eine wilde Diskussion. Künstlicher Baum, ja, kannst du natürlich jedes Jahr einsetzen. Der ist perfekt gerade. Da kannst du ja auch eine Höhe von 2,20 Meter oder noch höher erreichen. Ist natürlich vom Flair her nicht das Gleiche. Seid ihr komplett gegen den künstlichen Baum oder sagt ihr... Nee, eigentlich ist das schon sehr praktisch, macht nicht so viel Dreck, es nadelt nicht und alles ist eigentlich besser, in Anführungszeichen, außer der Atmosphäre vielleicht. Und kein Geruch, da kannst du ja noch so Nadelspray dran machen. Der ist schön. Ja, und wer kommt jetzt da oben dran? Haben wir auch nicht überlegt. Nehme ich auf die Schultern und dann komme ich da hoch. Ja, du bist der Mann, er hat natürlich die Hosen an, aber dennoch lasse ich mir jetzt nichts sagen oder gefallen. Ich denke, das ist schon ganz ausgeglichen bei uns, ja. Den Haushalt also machen wir zusammen. Ja. Du machst manchmal Frühstück und so, aber saugen, putzen. Das ist Haushalt. Frühstück machen? Gucken wir mal kurz auf die Checkliste, was so zum Haushalt gehört. Ist auch eventuell ein Teil davon. Aber der Junge macht noch mehr und das ist eventuell überraschend. Ich glaube, die meisten von uns haben gedacht, der macht gar nichts. Der steht auf und sitzt und guckt und sie macht dann alles andere, aber ganz so ist es nicht. Und kochen? Ja, gut. Oder einkaufen? Ja, das tun wir zusammen. Ja, putzen tue ich auch. Ja, welche machen wir auch zusammen? Du kommst mit runter und hängst es auf, aber ich wasche es. Ja. Du drückst auf den Knopf. Ja, ich sortiere die Wäsche, ich mache die Wäsche. Ja, und ich hab Wäscheständer besorgt. Okay, wir machen nächstes Mal anders. Ich drück auf den Knopf, ich wasche es und du hängst auf. Nee? Okay. Okay. Und hättet ihr das gedacht, sobald die Waschmaschine piepst, ein unangenehmer Moment, den wir alle kennen, rennt Diogo runter und hängt die Sachen systematisch auf? Ich hätte das nicht gedacht. Ja, ich räume Diogo schon oft hinterher. Also eigentlich... Wohnen wir ja wie zusammen. Klar, ich habe jetzt nicht irgendwie Möbel oder sowas mit. Aber klar, er ist jetzt keine Vollkatastrophe zu Hause. Aber ich denke, das ist halt so eine Männersache, so Sachen ausziehen, einfach liegen lassen. Ja. Yep, macht mein Neffe auch und der ist 3. Aber was sagen wir jetzt eigentlich alle zu Julia? Habt ihr schon eine Meinung gebildet und ist die besser als am Anfang? Das ist die Frage. Ich habe auch in den letzten Kommentaren immer wieder gelesen, eigentlich ist die ganz nett. Ich finde die auch ganz nett. Und irgendwie ist da eine gewisse Harmonie zwischen den beiden. So ein bisschen auf lustig und hier ein bisschen necken und so weiter. Aber ich glaube, das funktioniert. Ich habe das gekauft. Das ist schön. Siehst du, wolltest du doch Gold. Nein, ich wollte eigentlich silberweiß, aber... Also grau-weiß. Nein, Schatz. Excuse me. Habe ich nicht gesagt, dass das eventuell in die Hose gehen wird, wenn er die Weihnachtsdeko kauft? Und er hat, glaube ich, alle Sachen zusammengemischt. Er hatte, glaube ich, gesagt in dem Interview, ja, Gold, Weiß, Grau, Silber, hat sie gesagt. Hat mich schon ein bisschen gewundert. Aber ist egal, Schatz. Gold ist auch gut.
Ich hab die ganze Zeit im Kopf. Echt? Komm, Melody. Melody, was hast du heute vor? Ich habe heute mein Kennenlerngespräch mit deiner Therapeutin. Mir war es auf jeden Fall wichtig, jetzt wo es Winter wird, dafür zu sorgen, dass ich nicht in ein Loch falle. Und jetzt geht's mal los, mal gucken, was auf mich zukommt. Ja, und in irgendeiner vorherigen Folge haben wir erfahren, dass sie sehr, sehr krass unter Depressionen gelitten hat. Irgendwie versucht hat, sich da rauszuholen, dass jetzt natürlich ein bisschen gefestigter ist. Aber wie gesagt, ich kenne mich nicht damit aus. Aber wenn man wirklich die Gedanken hat, dass man eventuell einen Rückfall hat oder wieder eine schlechte Phase auf einen zukommt, ist es natürlich gar nicht schlecht, mal mit jemandem zu sprechen. Ich habe ganz viel positives Feedback nach der Ausstrahlung von The Real Life bekommen. Ich konnte nicht duschen. Ich konnte nicht Zähne putzen gehen. Ich hatte keinen Antrieb, irgendwas zu tun. Ich habe 3-mal die 10. Klasse gemacht, weil ich nicht zur Schule gegangen bin, nicht weil ich dumm bin. Ich konnte nicht aufsteht. Sehr lange. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und das war wirklich krass traurig und man hat da mitgefühlt und es hat einen auf jeden Fall ja doch irgendwie getroffen. Hallo Melody, hallo, ich bin Sabine. Melody, hi, komm gerne rein. Dankeschön. Ich bin in der Regel ja ein offenes Buch, aber ich kenne auch meine persönlichen Grenzen und weiß, welche Schlagworte ich mit mir auch gar nicht in der Öffentlichkeit so neben meinem Namen haben will. Und deswegen würde ich immer auf mich aufpassen und auch immer sagen, wenn ihr rausgehen sollt. Aber für mich ist es erstmal okay, wenn ihr dabei seid. Ja, und das kann ich zu 100% verstehen. Klar, wir sind bei The Real Life und eigentlich wollen wir natürlich alles mitbekommen, aber der Sinn der Sache ist ja ganz klar, dass man da sich zu 100% öffnen soll, sonst kann dir auch nicht geholfen werden. Und wenn du da immer so eine Blockade hast aufgrund der Kamera, die in dein Gesicht gerichtet wird, ja, finde ich auch, würde ich auch sagen, okay, bitte mach mal hier aus. Was ist denn das, was dich dazu bewegt hat, jetzt zu sagen, ich möchte jetzt noch mal Hilfe bekommen? Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich bis jetzt noch nicht depressiv geworden bin, obwohl das Wetter so wurde. Ich habe wahnsinnig viele Ängste in meinem Leben, was auch nochmal dafür sorgt, dass ich nicht so gerne das Haus verlasse. Und im Moment sind auch so einige Ängste da. Ja, ich habe permanent Ängste. Über die Straße zu gehen, ich habe Angst im Fahrstuhl, wo ich auch schon oft Panikattacken im Fahrstuhl zum Beispiel bekommen habe. Oder ich weiß nicht, ob das Panikattacken sind. Ich weiß nicht, ob ich Panikattacken habe, wenn dann nicht regelmäßig. Aber ich kriege ganz tolle Angst. Also jeden Abend denke ich, ich ersticke. Und ja, und das hört sich als Laie, als außenstehender Mensch einfach komplett krass an. Komplett krass und oh Gott, jetzt habe ich mich verschluckt und habe Tränen in den Augen. Das sind nicht die Emotionen, die ich habe. Aber ich finde trotzdem, dass einen das irgendwie schon berührt. Denn dadurch atme ich komisch, weil ich Angst habe, dass ich nicht genug Sauerstoff bekomme. Das ist auch so ein Ding. Ich habe schon viele kleine Macken. Ich bin nicht mehr so machtlos und antriebslos, wie ich mal war. Ich habe mir nur angewöhnt, nichts zu machen, leider in dieser Zeit. Also andauernd verstreichen Fristen. Es gibt mehrere Dinge, die ich komplett umsonst gemacht habe. Einfach nur, weil ich die Rechnung nie abgeschickt habe. Und das ist halt echt heftig, gerade dieses Thema Antriebslosigkeit, wie sie auch erzählt hat, dass sie tagelang einfach nur an die Decke, an die Wand gestarrt hat und einfach nichts, zu nichts in der Lage war. Wie gesagt, noch einmal schwierig, irgendwas dazu zu sagen, denn ich habe damit keine Erfahrung gemacht. Und ich finde es gut, dass auch bei Real Life über sowas gesprochen wird, dass auch gezeigt wird, hey, wenn du irgendwie Probleme hast, dann wende dich an jemanden, der dir helfen möchte. Wende dich an einen Therapeuten, der möchte dir helfen, erzähl die Geschichte und vielleicht bringt dir das am Ende was. Und das finde ich tatsächlich gut, dass das hier aufgegriffen wird. Dann so nichts machst. Was machst du dann? Früher habe ich tatsächlich nichts gemacht. Ich mache jetzt nicht mehr nichts. Ich mache Sachen so am Computer, am Handy. Also ich switche mal ein bisschen hin und her zwischen einem YouTube-Video und Arbeit. Und ich hoffe, wenn sie sagt YouTube-Video, dann schaut sie die Reactions von Khabibi, auch wenn es gerade nicht passt. Wir hatten schon Kontakt und die ist einfach eine sehr sympathische Süße. Muss man hier auch mal an der Stelle loswerden. Und deswegen hoffe ich, dass sie Kraft tankt und wir lassen alle mal ein bisschen Liebe in die Comments für Melody. Weiter geht's dann mit Julia und Yogo und die sind immer noch hier am Schmücken. Dann haben wir hier noch die Weißen hier. Guck mal. Oh, die sind schön. Ne? Das ist grau. Ja, das passt natürlich sehr gut zu dem Gold. Nicht? Und ich liebe es, dass sie den Nichtwitz macht. Ich wollte eine bessere, aber ich habe keine bessere gefunden. Das ist okay, ne? So, das ist ganz cool, weil du weißt ja, was ich bald machen will. Und zwar? Gin. Ah! Eine Gin-Flasche. Das ist süß. Die ist cool, ne? Ja, die ist wirklich cool. Ja, aber das passt dazu, weißt du? Hast du mehrere geholt? Nee, eine nur. Oh. Aber ich hätte gedacht, dass das auch nicht funktioniert. Aber sie hat sich hart gefreut über den Gin. Und natürlich vermarktet sich Diogo, wie sie alle, irgendwie mal wieder selbst und sagt, ja, was ich rausbringen will. Gin. Ja, bin ich mal gespannt. Dann ist er direkt der Konkurrent von Calvin. Der hat zwar keinen Gin, sondern Wodka und
ja, jetzt machen die alle das. Aber ich glaube, das Angebot ist halt relativ gut, aber ich frage mich, ob die Verkäufe da so durch die Decke gehen. Mein Hund. Oh nein, wirklich? Das ist Emi. Oh, wie süß. Das ist schön. Das ist die schönste Kugel. Das ist Emi. Ja. Süß, ne? Toll. 24. feiern wir erst bei meinen Eltern. Genau. Und dann gehen wir zu seinen Eltern. Und am 25. sind dann meine Eltern, seine Eltern und noch Familie hier bei uns. Oha, fair aufgeteilt ist es auf jeden Fall. Ich wusste gar nicht, dass die Eltern sich schon kennen. Oder vielleicht ist das die Premiere. Umso spannender. Und dann mit den Kameras von Real Life. Haben die sich schon mal vorher kennengelernt, eure Eltern? Nee, unsere Eltern tatsächlich noch nicht. Unsere Eltern nicht. Aber es ist auch ein schönes Fest, um sich kennenzulernen. Ja. Selbst wenn die sich nicht mögen, müssen die. Ich habe Julias Mama noch kennengelernt bis jetzt. Der Papa ist oft unterwegs am Arbeiten. Aber die Mama ist auf jeden Fall sehr lieb. Sie ist sogar noch netter als Julia. Hallo, haben wir hier eine Harmonie oder haben wir hier keine Harmonie? Ich finde, die passen auf jeden Fall gut zusammen. Und wenn wir uns jetzt zurückhalten an Vanessa und Jogo, dann habe ich nur diese Duschszenen von den beiden im Kopf, wo man die Füße nah aneinander unten gesehen hat. Mit leichten Bewegungen. Mein Vater ist auch sehr, also ich habe sehr nette und entspannte Eltern. Wir haben Weihnachten immer sehr klassisch zu Hause gefeiert. Ich bin aus einer sehr deutschen Familie. Bei uns gibt es Rotkohl mit Klößen und Weihnachtsgans. So, das ist irgendwie ja Tradition. Wie ist das bei euch? Bei uns gibt es meistens Raclette. Ich glaube, der Klassiker, da habe ich auch letztens mit Leuten drüber gesprochen, ist ja wirklich Würstchen hier mit, ist das Kartoffelsalat oder Kartoffelbrei? Oder natürlich die Weihnachtsgans ist ja auch gern gesehen auf dem Tisch der Deutschen. Wie schaut das bei euch aus? Seid ihr Team Würstchen, Team Fondue Raclette oder Team Weihnachtsgans? Ja, bei uns gibt es Ferkel oder Stockfisch. Aber wir machen das ja dieses Jahr bei uns zu Hause, also die größere Runde mit der Familie. Und da werden wir sicher kein Stockfisch oder so machen, sondern wir haben überlegt, jetzt Fondue, ne? Ja, so Fondue ist ganz einfach, ja. Boom, Chakalaka, und sie wechseln doch nochmal das Team. Ja, aber es ist auch geil. Ich finde das sehr, sehr gemütlich. Ich liebe Raclette. Ist einfach ein sehr, sehr entspanntes Essen, obwohl der Käse einem dann hart im Magen liegt, aber ein kleines Schnäpschen danach und die Sache ist dann wieder gut. Ich wollte das testen. Nicht vorne, nein, test das erst hinten. Oh. Nein, weil wenn es scheiße aussieht. Ich? Oh mein Gott. Das ist Goldschatz. Ja, hab ich doch gesagt. Oh. Jetzt kannst du grüne Farbe holen, kannst es wieder grün machen. Jogo hat wirklich das Talent, Sachen schnell zu versauen. Ja. Das sind so Sachen, wo wir uns dann echt gerne streiten, weil ich das nicht verstehen kann, wie man so ist. Ja, aber man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ist halb so wild und wie gesagt, ich kenne sowas auch. Oder wenn ich mich rasiere so und wir haben es schnell eilig und müssen raus und dann bleiben da Paare so, weißt du? Wenn ich zurückkomme, dann mache ich die Haare weg und gehe duschen. Deswegen ist es der Grund, warum ich wollte, dass der Bart ab ist, weil das macht dann einfach nicht so viel Dreck. Kenne ich 1:1 und ja, ich versuche dann schon alles wegzumachen, aber als Mann, ich weiß, es spricht jetzt nicht für mich, aber versuchst du das dann einfach mit dem Wasser irgendwie wegzumachen und sicherlich 3 bis 28 Barthaare bleiben dann auch übrig. Und das übersieht man halt relativ schnell. Und da kann es auch zu einem Streitgespräch kommen, dass man als Mann dann einfach easy verliert. Ich bin super gern mit mir allein und ich lade mich auch zum Essen selber schick ein. Als würde ich eine Beziehung mit mir selbst führen. Es ist vielleicht nur nicht ganz so gesund, wenn man nie jemanden von außen so mit reinlässt. Ja, das ist sehr sehr besonders, finde ich. So wie du das beschreibst, dass du einerseits dich selbst auch gern magst und so in der Freundschaft bist mit dir selbst und auch gut allein sein kannst und gleichzeitig dann auf der anderen Seite sozusagen diese Ängste da sind und dieses hinter dieser Blockade liegt ein riesiger Gefühlsbereich. Da sind Gefühle dahinter, warum du dich blockiert fühlst. Und da werde ich mit dir hingehen. Und das Magische ist, dass dadurch, dass man die Gefühle findet, dass sie sich dadurch lösen. Super spannend, da einfach nur zuzuhören. Und meine Einschätzung als absoluter Laie, ich glaube, natürlich mag die sich, natürlich verbringt die gerne Zeit mit sich, macht auch verschiedene Sachen, dies und das, aber vielleicht hat die so ein bisschen Angst, ihre Persönlichkeit jemand anderem zu zeigen, weil sie Angst vor Ablehnung hat und deswegen lieber dann auch alleine bleibt, weil sie das vielleicht schon oft riskiert hat, sich zu öffnen, wie auch immer, und das nie so zu etwas Positivem geführt hat. Oh mein Gott, ich sollte niemals Ferndiagnosen machen, aber es hört sich so ein bisschen danach an. Nein, gar nicht.
Ich habe keine Ahnung. Ich sag's nochmal. Wenn ich traurig bin, dann spreche ich auf jeden Fall offen drüber. Also vielleicht auch mit einer engen, vertrauten Person. Das muss ja nicht immer gleich die ganze Welt sein. Aber man sollte sich auf jeden Fall öffnen. Und wenn man Hilfe braucht, das auch jemandem mitteilen. Yep, und hier haben wir den Nährwert auf jeden Fall für diese Doku. Es ist gut, dass sie das zeigen. Gut, dass jemand über die Probleme spricht und auch sagt, hey, es ist gar kein Problem. Bevor es mir zu schlecht geht, ich hole mir Hilfe, weil das ist okay. Es ist okay. Selber. Ich weiß eigentlich gar nicht, was mein verdammtes Problem ist. Es gibt keinen Grund, warum ich nicht einfach meine Sachen durchziehe. Ist ein bisschen frustrierend. Und ich glaube, das ist halt auch mit das Schlimmste, wenn du nicht wirklich weißt, was dich bedrückt. Ja, wie sie sagt, ich glaube, sehr, sehr krass frustrierend. Auch bei allen Verhaltenstendenzen, die jetzt in Richtung Sucht oder so gehen zum Beispiel. Nur jetzt als Beispiel. Ne? Bei jedem dieser Menschen könnte man herausfinden, okay, was ist eigentlich das Bedürfnis dahinter? Da ist immer etwas dahinter und meistens ist es das Bedürfnis nach Liebe. Wow, und ich habe Gänsehaut bekommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das eben in diese Richtung geht. Wie seht ihr das Ganze? Der dritte Akt im Baumschmücken startet in 3, 2, 1, here we go. Aber das Schönste daran ist noch, wenn man dann Kinder hat und das für die Kinder macht, ne? Da hat er auf jeden Fall recht und ich freue mich schon sehr auf meine Neffen, die dann zu Weihnachten da sind. Und Baum zu schmücken mit den Kindern, das ist schon anders. Super schön. Aber sieht schön aus, ne? Schatz, der ist schief. Was? Ja, ich habe ihn nur draufgesteckt, wenn die Spitze schief ist. Es ist ein Baum, es ist ja nie gerade. Ah, aber eben gehen wir da hoch wieder. Nein. Doch. Nein. In your face und sie schlägt ihn mit den eigenen Argumenten. Ich finde die lustig zusammen, ja. Wie sieht's eigentlich mit Geschenken aus? Bei mir könnte es sehr gut passieren, dass ich am letzten Tag noch losrennen muss. Weil ich habe echt immer ständig was zu tun und dann gehen auch so Sachen vergessen. Du, Julia, hast bestimmt schon alle Geschenke besorgt. Nee, leider auch nicht. Also da bin ich wirklich auch eher ein bisschen chaotischer, weil wir halt auch so viel zu tun haben und ich arbeite halt auch relativ viel. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr alles am Start oder müsst ihr noch mal ran? Gute Geschenkideen bitte unten in die Kommentare. Ich glaube, das hilft uns allen. Was wünschst du dir denn? Ich wünsche mir Chamäleon. Du weißt es doch. Ach, stimmt. Scheiße, den hatte ich fast vergessen. Sie will ein Chamäleon haben. Ich finde Chamäleon so süß. Ist klar. Wirklich. Oh my gosh. Why not? Aber das ist auch ein Wunsch. Weil wenn sie jetzt gesagt hat, einen kleinen süßen Welpen, ja, man braucht die Zeit, die haben keine Zeit, passt da nicht. Chamäleon, ich weiß gar nicht. Wer von euch hat ein Chamäleon? Das habe ich noch nie gehört. Aber wäre ein Weihnachtsgeschenk? Ab in die Kommentare. Passt ja jetzt auch. Wir haben eine Schlange und ob wir jetzt ein Terrarium mehr haben oder weniger ist... schon süß. Und wer muss beim Wort Terrarium immer ein Terrarium, Erdbeerkäse? Auch ein Klassiker. Ich weiß gar nicht, aus welcher Sendung das war. Nicht Schwiegertochter gesucht. Frauentausch. Klassik. Wir kommen nochmal zurück zu Melody und die Therapeutin hat eventuell jetzt noch ein paar Tipps für sie. Und auch eine gute Methode vorweg, tief atmen. Warum tief atmen? Weil du sofort mehr Kontakt zu dir selbst hast. Ich habe ja Probleme mit Atmen. Mach mal einen tiefen Atemzug, bitte. Ich kann das nicht weitermachen. Ich habe da wieder Angst, keinen Sauerstoff mehr zu bekommen. Tut eigentlich immer gut, egal in welchem Problem man gerade steckt. Wahrscheinlich, um so eine gewissere innere Ruhe zu bekommen. Aber sie hat ja schon am Anfang gesagt, dass sie eben so hektisch atmet bzw. generell Probleme mit der Atmung hat. Und ja, weiß nicht, ob ihr das hilft, tatsächlich. Man muss sich nicht dafür schämen, sich Hilfe zu suchen. Egal welcher Mensch, es kann jeden treffen. Und deswegen, professionelle Hilfe ist sehr wichtig. Das sehe ich genauso. Was sagt ihr zu dieser Folge? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Schreibt mir auch mal rein, ob euch das eher genervt hat mit diesem Splitscreen. Ich weiß, es ist nur eine kleine Notlösung. Werde ich wahrscheinlich in nächster Zeit dann wieder anders machen. Aber nur, um zu checken, ob das so wieder funktioniert. Das war's von mir. Ciao.